Sie ist 51 Jahre jung, leidenschaftliche Lokalpolitikerin und Künstlerin. Immer mit offenem Ohr für die Menschen und offene Augen für ihre Umgebung. Egal, wo Manuela Hartung sich aufhält, sie ist präsent. Sie ist einfach so. Mit einer unbändigen Neugier für alles, was sie umgibt. Noch bis zum 18. Juni, dem Tag des Schlossfestes in Dreußig bei Zeitz, sind ein kleiner Ausschnitt ihrer Werke in der restaurierten Kirche des Schlosses zu sehen. Bilder, Drucke und Linolschnitte mit satten Farben und Ausdruckskraft. Immer an ihrer Seite ist Volker Milker. Er organisiert die Ausstellungen und übernimmt auch hinter der Bühne viele Aufgaben. Also der Volker ist schon lange ein Fan meiner Bilder. Das stimmt. Und wer nach Dreußig in die Wohnung von Volker kommt, hat dort eine Art Ausstellung von Manuela Hartung von Frühwerken. Ja? Also nur von Herzen, dass du das für mich möglich gemacht hast. Wir haben ganz schön geknupft. Ja. Und man muss sagen, er hat das für mich einfach mal aus freien Stücken gemacht. Ja? Und das auch für Dreußig natürlich. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, warum das so stattfindet. Weil wir uns überlegt haben, dass Dreußig für diesen Raum natürlich auch für diese Fördermittel Kulturveranstaltungen braucht. Und das ist eine Kulturveranstaltung, je mehr Besucher kommen, umso besser. Ich habe davon eine Spendenbox aufgestellt, ich habe schon eine Spende reingeworfen. Es gibt noch mehr dafür, weil ich möchte einfach, dass natürlich diese Sache auch erhalten wird und dass natürlich auch dieser Raum dafür genutzt wird, ja, und dass natürlich auch Dreußig davon profitiert, ja. Also das ist sozusagen, das ist auch eine Hommage an Dreußig, dieses Bild, ja. Also das muss man einfach so verstehen, weil natürlich, auch wenn ich hier nicht mehr bin, haben mich die 17 Jahre hier sehr geprägt und man darf das nicht vergessen, also mir ist Dreußig und auch unsere Verbandsgemeinde natürlich im Herzen, ja. Ich habe das ja aus freien Stücken damals anders entschieden, ob das richtig oder falsch war, sei dahingestellt. Es ist alles seinen Sinn im Leben, ja, und deswegen ist es gut so, wie es ist. Und das möchte ich einfach Dreußig schenken. Und es gibt noch mehr, weil ich möchte, dass hier auch Spenden gesammelt werden, weil ich weiß, wie teuer diese Unterhaltung ist. Und da möchte ich gerne Evelyn davor bitten. Es ist natürlich so, dass alles, habe ich gesagt, sind Originale. Und Originale kann man natürlich nicht für einen Apfel und ein Ei hergeben. Das macht man auch nicht gegenüber den anderen Künstlerkollegen, das ist einfach so. Ich habe Reprints herstellen lassen, und zwar 12 Stück von der Schlosskirche Dreußig. Ich zeige nur eins. Jetzt mal kurz. Und zwar habe ich diese Radierung, da sieht man es auch, da vorne hängt sie in Brünett, hier in einem Dreußig-Blau. Herstellen lassen, das sind 12 Stück. Die schenke ich der Gemeinde Dreußig. Und Dreußig darf die verkaufen. Ihr überlegt euch, für welchen Preis, und das ist die Spende für die Gemeinde Dreußig, für das, was ihr vorhabt. Guckt, ob ihr das hinbekommt, auf dem Schlossfest oder wo immer. Ja? Und das sind die 12 Stück für die Gemeinde Dreußig. Die könnt ihr so behalten in der Mappe. Vielen lieben Dank. Wir werden die natürlich... Oder versteigern und für einen guten Zweck, was genau, auch immer. Und wir werden natürlich auch für die Schlosskirche einsetzen. Jeder Erlös, der hier zugutekommt, fließt hier rein. Oder sagen wir mal, um die Schlosskirche geht's rum. Genau. Und dann ist es noch so, dass ich entschieden habe, ein Original zu spenden für die Gemeinde Dreußig. Und das wollen wir aber versteigern für den guten Zweck für Spende. Und zwar ist es dieses Bild. Man hat sich das ja überlegen, wir haben heute Abend kommen. Für 155 Euro wechselte die Radierung mit dem Schloss Dreußig den Besitzer. Insgesamt eine tolle Ausstellungseröffnung, abgerundet mit Weinen und Sekt des Weingutes Hubertus Triebe aus Würchlitz.